Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in diesem Wissensvideo. Falls ihr schon immer einmal wissen wolltet, wie man ein Flugzeug enteist, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Zusammen mit Matthias, der in der Realität einen A320 pilotiert, zeigen wir euch am Beispiel genau dieses Flugzeugs, nämlich eines A320ers, wie das funktioniert. Die speziellen Procedures kann man dabei zwar nur für den A320 anwenden, aber das generelle Drumherum geht natürlich für jeden Flieger. Solltet ihr also den hier gezeigten allgemeinen Abläufen folgen, könnt ihr im Simulator nicht viel falsch machen. Lasst uns also den Prozess des De-Icens an einem Flugzeug einmal zusammen durchgehen. Das Ganze wird chronologisch passieren, wir starten also am Gate. Also die Flaps lassen wir auf jeden Fall drinnen nach dem Anlassen. Das Anti-Ice, Engine Anti-Ice kannst du gerne anmachen. Das Wing Anti-Ice kannst du, wenn du willst, auch anmachen. Es bringt nur nichts, weil das Wing Anti-Ice am Boden nur 30 Sekunden durchgehend läuft und dann wieder zumacht. Also grundsätzlich Engine Anti-Ice on auf jeden Fall, damit kein Fanblade Icing passiert. Bei einem meiner ersten Flüge war Freezing Fog, also gefrierender Nebel, und da haben wir gleich mal Triebwerksschaufeln enteisen lassen dürfen. Genau, und wir lassen die Flaps nach dem Anlassen drinnen, damit die sogenannte Holdover-Time vom Anti-Ice-Fluid nicht reduziert wird. Wenn die Flaps draußen wären beim Anti-Icen, dann müsste man die Holdover-Time um 23%, glaube ich, reduzieren. Weil das Anti-Ice-Fluid bedeckt ja die Oberseite des Flügels und soll verhindern, dass Zeug anfriert. Und wenn die Flaps ausgefahren sind, dann rinnt das ja durch die Rillen praktisch runter und kann weniger gut schützen. Nur, was ich mich dabei fragen würde, ist, wenn man sich die Flaps mal anschaut, wir wechseln mal hier in die Passagiersicht, dann ist es ja so, dass nicht die ganzen Flaps jetzt schon zu sehen sind, sondern dass die ja in Teilen auch aus dem Wing rausfahren. Da würde man dann wahrscheinlich einfach sagen, da kann ich es drauf festfrieren, weil da die Spoiler drüber sind oder irgendwie sowas in der Richtung, oder? Ich kann es nicht garantieren, ob das der echte Hintergrund ist, aber ich behaupte, das ist dann zu vernachlässigen. Der negative Effekt vom Anti-Icen mit Extended Flaps ist offenbar größer als der andere Effekt, den du gerade beschrieben hast. Und außerdem, wenn wirklich der Flügel voll zugefroren wäre, will man ja nicht die Flaps ausfahren und vielleicht den Mechanismus irgendwie beschädigen, weil das Ding gerade gegen 10 cm Eis kämpfen muss. Aus dem gleichen Grund lässt man nach einer Landung mit Icing Conditions die Flaps mal so, wie sie sind, und lässt erstmal vom Boden checken, ob und wie viel Eis drauf ist, bevor man sie einfährt. Wie sieht's eigentlich in puncto APU aus, wenn man de-iced hat, bei so einem Wetter allgemein? Startet man dann mit APU laufend, um die Triebwerke zu entlasten? Weil du machst doch nach dem De-Icing bestimmt Anti-Ice an, oder? Also das Engine Anti-Ice machst du schon direkt nach dem Engine Start an und die APU machst grundsätzlich alles ganz normal, weil du darfst die Engine Bleed erst eine Minute nach dem Fertigwerden des De-Icens wieder einschalten und du darfst die APU Bleed erst 5 Minuten nach dem Beenden des De-Icens wieder einschalten. Außer du benutzt es zum Engine Start, dann sind es glaube ich nur 2 Minuten. Aber Point ist, selbst wenn du das Engine ausmachen oder auslassen würdest, brauchst du ja sowieso die APU Bleed zum Engine starten und die APU Bleed darfst du nur 5 bzw. 2 Minuten nach der Fertigstellung des Enteisens benutzen. Das heißt, du hast keine Zeitersparnis oder irgendwas. Am effizientesten ist es natürlich, das Flugzeug am Gate zu enteisen oder irgendwo hin zu pushen, wo es enteist wird, und dann erst alles anzustarten. Das ist natürlich das Effizienteste, aber wenn du schon hinrollst direkt zur Startbahn und so, so wie hier in München, dann werden die Triebwerke und APU ganz normal geschalten, sprich Triebwerke anlassen und APU ausschalten. Der Pilot Flying macht seine Flows ganz normal, sprich Ignition off normal, APU bleed off engine, anti-ISS required, also heute on, und APU Master off, und der Pilot Monitoring macht seinen normalen Flow außer den Flaps, das heißt Spoilers armen, Rudder Trim resetten, Pitch Trim einstellen und ECAM checken. Den Flight Control Check würde man übrigens auch auf nach dem Enteisen verlegen, aus demselben Grund wie die Flaps. Wenn da Eis drauf liegt, will man nicht dagegen steuern müssen. Eigentlich laufen diese ganzen Vorgänge fast genauso ab wie immer.
Es gibt aber natürlich Unterschiede und die bestehen hier am Gate darin, dass wir keinen Flight-Control-Check durchführen, wenn wir losrollen und dass wir die Flaps nicht setzen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir sie nicht beschädigen wollen, denn sie könnten ja theoretisch eingefroren sein und wenn die Motoren der Flaps oder auch der Steuerorgane dagegen arbeiten, könnten diese oder die Steuerorgane selbst beschädigt werden. Weil das um jeden Preis ausgeschlossen werden muss, werden die Steuerorgane und die Flaps so lange nicht bewegt, bis de-eist wurde und sie damit sicher frei von Eis sind. Der zweite Punkt besteht darin, dass wir Engine Anti-Ice einschalten. Das tun wir deswegen, damit das Triebwerk nicht volleist. Immerhin stehen wir etwas länger am Boden herum, weil der De-icing-Vorgang selbst ja auch eine Zeit lang dauert, was zumindest theoretisch dazu führen könnte, dass sich Eis am Triebwerk bildet. Auch das muss natürlich ausgeschlossen werden, weswegen Engine Anti-Ice die gesamte Zeit eingeschaltet bleibt. So, da vorne scheint eine Haltelinie zu sein. Genau hier. Also bleiben wir stehen, setzen die Parkbremse. Genau, dann dreht man normalerweise die Icing-Frequenz ein und redet mal mit der Enteisungscrew. Und dann würde man irgendwie so sagen, ja, guten Tag, hier ist die Delta, was, Alpha India, Solo India, fürs Enteisen. Und dann kommt in München wahrscheinlich zurück, ja, Servus, hier ist De-icing Team 3 für die Delta, Alpha India, Solo India. Könnten Sie uns Ihre Sprittemperatur mitteilen? Dann muss man auf die Fuel Page gehen. Und dann sucht man sich die niedrigste Sprittemperatur, das sind in dem Fall 0 Grad. Sagt man denen, ja, wir haben 0 Grad. Und dann sagen die, ja, wir haben hier an unserer Wetterstation, messen wir gerade minus 2 Grad Celsius mit moderatem Schneefall. Wir empfehlen ein zweistufiges Verfahren mit Typ 4, 75% Mischung oder irgendwas ähnliches. Ist das Flugzeug zum Enteisen vorbereitet? Und jetzt müssen wir sagen, in dem Fall, so wie wir jetzt hier stehen, nein, wir sind nicht fürs Enteisen vorbereitet. Bitte warten Sie kurz. Und dann käme die Airframe De-icing, Anti-icing Procedure on the ground. Wir sollen Communication with Ground Crew establishen. Das haben wir gerade gemacht. Wir haben gerade schön mit denen geredet. De-icing, Anti-icing Fluid Type Check Appropriate, das heißt, wir müssen bei uns in den Büchern kurz checken, ob das, was der uns gesagt hat, auch Sinn macht, also Typ 4, 75% Mischung oder 100% oder was auch immer. Do not start the engines during fluid spraying. Kommen noch ein paar so kleine Warnungen, aber dann geht es auch schon los mit der Procedure, nämlich der Cabin Pressure Mode Selector Check Auto. Das ist, vermute ich, dieser hier. Nee, das ist der Push-Button links daneben, aber nachdem der nicht illuminated ist, ist der auf Auto. Dann Engine 1 Bleed Off. Off. Engine 2 Bleed Off. Engine 2 Bleed Off. APU Bleed Off. Die läuft nicht, also ist das sowieso aus. Genau. Und den Ditching Push-Button auf On. Sollte man checken, dass die Outflow Valve auch wirklich zugeht. Das macht man auf der System Page. Auf der Pressurization System Page, wenn ich mich nicht täusche, ist das. Genau, da sieht man, Outflow Valve ist zu, Inlet und Outlet Valve für die Avionik sind auch zu. Dann noch Thrust Levers Check Idle und Aircraft Prepared for Spraying. Und dann kann man denen sagen, ja, die Delta Alpha India Zulu India ist bereit zum Enteisen. Achso. Was hast denn du für ein Wetter eingestellt? Ja, mit minus 5 Grad und Moderate Snow hätten wir mit Typ 1 5 Minuten Holdover Time.
anti-icing and anti-icing completed. Anti-icing code schnell, is fluid cool, type 1. Concentration at 75%. I'm disconnecting. Good day. Aber er würde den Elevator auch noch machen. Und er würde noch einen clean Wing-Check durchführen normalerweise. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das De-Icing erfolgreich abgeschlossen wurde. Genau, dann meldet sich der Ground-Mensch wieder und würde uns irgendwie sagen, ja, Delta, Alpha, India, Zulu, India. Das Enteisen ist abgeschlossen. Der De-Icing-Code ist, ich behaupte jetzt mal weiterhin, Typ 4, SAF Aero, 75%ige Mischung. Und der Eisvorgang wurde um 12.18 Uhr gestartet. Dann würde er noch sagen, ja, Freizeichen kommt auf der rechten Seite, vielen Dank. Kaufen Sie wieder bei uns. Und dann können wir weitermachen mit der Procedure. Das heißt, Pitots und Statics werden von der Ground Crew gecheckt. Das Ground Equipment wird removed, der De-Icing Report wird received. Dann der Ditching-Push-Button kommt wieder auf Off. Outflow Valve Check Open. Genau. Und at least 1 minute after completion of spraying operations, das ist am meisten schon der Fall, wenn man an dem Punkt ist, Engine 1 bleed on und Engine 2 bleed on. Und dann steht da noch Normal Procedure Resume und das ist für uns ein ganz wichtiger Trigger zum Flaps setzen für den Takeoff. Und dann natürlich den Takeoff Push Button pushen und dann beim Rollen zur Runway würde man noch die restlichen offenen Items machen. Den De-Icing Vorgang an sich kann man ebenfalls relativ kurz zusammenfassen. Im ersten Schritt schließen wir all das, was möglicherweise noch offen steht. Türen und Luken sollten sowieso schon zu sein, sonst hätten wir eigentlich gar nicht losrollen dürfen, deswegen handelt es sich in diesem Fall eher um die Klimaanlage. Wir versiegeln also das komplette Flugzeug, indem wir sämtliche Öffnungen der Klimaanlage schließen. Wir verhindern damit, dass die De-Icing-Flüssigkeit ins Flugzeug hineinkommt, denn eins könnt ihr mir glauben, die Passagiere fänden es überhaupt nicht toll, wenn das Zeug sie auf ihren Sitzen besuchen käme. Am Ende dürfen wir dann nicht vergessen, das Engine Bleed abzuschalten. Immerhin wird durch das Engine Bleed die Klimaanlagenluft bereitgestellt. Wenn also Enteisungsmittel von draußen in die Triebwerke gelangt, was durchaus passieren kann, denn immerhin drehen die sich und saugen Luft an, könnte es also über diese Zapfluftleitungen in die Klimaanlage und damit in den Passagierraum kommen. Den groben allgemeinen Vorgang könnt ihr dabei wie gesagt auf alle Flieger anwenden. Also keine Steuerflächen bewegen, Engine Anti-Ice anmachen, den Flieger komplett zusperren, dann de-icen, nach dem de-icen alles wieder aufmachen und dann mit den normalen Checklisten für Flight Control Check, Flaps und so weiter weitermachen. Zum Vorgang des Enteisens gehört auch die sogenannte Holdover Time. Mit diesem Begriff beschreiben wir den Zeitraum, in dem die Enteisung wirksam ist, heißt also, in der sie uns vor Eis und Schnee schützen kann. Wenn wir also wie hier in unserem Beispiel davon ausgehen, dass wir an der Runway stehen und dort enteist werden, dann ist die Holdover Time also der ideale Zeitraum, in dem wir starten dürfen. Wenn sie überschritten wird, muss erneut enteist werden, weil der Schutz durch das vorhergegangene Enteisen nicht mehr sichergestellt werden kann. Er ist also abgelaufen. Man muss also nicht nur auf die Prozeduren und deren korrekte Einhaltung während des Enteisens achten, sondern auch darauf, nach dem Enteisen die Holdover Time nicht zu überschreiten. In dem Teil der Checkliste, wo steht Normal Procedure Resume, ganz, ganz wichtiger Trigger, die Flaps für den Takeoff setzen. Sonst kommt vielleicht ein Flapless Takeoff zustande. Und für den Airbus speziell, weil der Trigger des Flight Control Checks fehlt, macht man im Prinzip den Taxi Flow und die Taxi Checklist und so weiter auch erst nach dem Enteisen. Und damit wisst ihr jetzt, wie das De-Icen funktioniert. In dieser Jahreszeit mit Schnee, Eis und Kälte ist das mit Sicherheit keine schlechte Idee. Und damit war's das auch schon wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen, warmen oder auch winterlich kalten und verschneiten Tag und sage auf Wiedersehen. Bis denn und macht's gut.